willkommen beim Gitarre. Mein Name ist Deshard und heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach Gitarre lernst. Also schnapp dir deine Axt und lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gitarre-Tutorial. Mein Name ist Deshard und heute Keith Urban mit Only You Can Love Me This Way. Sehr geiler Akustik-Song, also man sieht ja, da ist relativ viel drin. Man kann unglaublich viel damit machen, natürlich auch die Frauenherzen mit erobern. Vielen Dank nochmal hier an Johnny Jukebox, der mir das Ding gezeigt hat. Der mir auch gezeigt hat, dass es diese Art von Songs gibt. Ich bin ja weniger der Akustikmensch, deswegen ist er sozusagen meine Goldfundgrube für geile akustische Songs. Okay, am besten einfach mal googeln oder bei Spotify sich reinziehen. Keith Urban mit Only You Can Love Me This Way und einfach mal gucken, wo die Parts sind. Ich werde die Parts einzeln erklären. Und dann schauen wir mal, wie wir die ganzen Rhythmen nochmal verbinden. Ich spiele mal den Anfang und dann erkläre ich, wie er funktioniert. So, das heißt, wir haben hier so ein kleines Mini-Lick auf der, ich glaube, das fängt an auf der 2 und die, müssen wir gleich gucken, also am besten ist, am leichtesten ist es, wenn man sich so einen kleinen Vorzähler gibt, alleine, also 1, 2, der Rest ist dann kein Problem, man muss nur den Einstieg finden. Okay, schauen wir uns das ganze Ding mal an. Das erste kleine Riff ist der Ringfinger auf dem siebten Bund B-Seite und der Mittelfinger hier auf dem siebten Bund der G. Und dann, man kann gucken, ob man, also auf jeden Fall die drei würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ob man jetzt noch die D-Seite leer mitnimmt, klingt natürlich ein bisschen voller. Muss man so ein bisschen gucken. Also je nachdem, ich hau einfach rein. So, das ist der erste. Wir schlagen ihn von unten an. Also up, down. Dann kommt der nächste, das heißt der Mittelfinger hier. Zieht sich auf den sechsten Bund der G-Seite, Zeigefinger auf den fünften Bund der B. Also up, down, up, down. Jetzt verschieben wir dieses ganze Ding nochmal um zwei Halbtöne hoch, auf den vierten Bund. Wieder der Anschlag bleibt immer gleich. Also up, down, up, down, up, down. Und jetzt schließen wir das ganze Ding wieder. Praktisch so wie am Anfang, also der gleiche Fingersatz wird benutzt, hier auf dem zweiten Bund. Also nochmal. Up, down, up, down, up, down, up, down. Und praktisch jetzt im gesamten Flow. Eins, zwei. Nochmal. Eins, zwei. Okay. Das heißt, hier einfach ein bisschen, wer noch nicht so gut ist in diesen ganzen Einzelsachen, einfach ein bisschen üben, das ist wirklich nicht schwer, das ist echt easy. Also ich mache den auch im Moment mit ein paar Schülern, die auch noch nicht so weit sind, trotzdem kriegen sie es relativ langsam hin, also keinen Stress dabei machen. So, jetzt spiele ich den nächsten Teil, das ist so ein D-Sus-Akkord, D-Sus 2 mit einem G im Bass. Hört sich schwer an, ist aber relativ easy, nochmal. 1, 2... So, wenn wir hier sind und den Up-Down gemacht haben, das heißt praktisch jeder Akkord hier, jedes kleine Mini-Shape hat ja immer Up-Down, 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 Up-Down. So, dann bin ich ja unten mit dem Pleck. Jetzt ziehe ich hoch, dabei kann ich den Mittelfinger schon hochnehmen und lege ihn auf den dritten Bund und mein Ringfinger wird gleichzeitig hier mit rüber sliden, weil das wäre sehr unnormal, also wenn man das macht. Das heißt praktisch ganz locker den hier rauflegen wollen und der slidet mit. So, nochmal. So, dann wird eigentlich eher die Bassnote angespielt, weil der Finger kommt noch gleich. Also ich mache es nochmal komplett. So, und dann praktisch schließen wir den Akkord mit dem Zeigefinger auf dem zweiten Bund der G-Seite. Also haben wir ihn hier. Bass, A ist tot, die D-Seite darf klingen und der Rest natürlich auch.
Ich mache mal jetzt einen ganz, ganz soften Anschlag, den man nehmen kann. Und zwar down, 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 up, up, down, down. Ganz locker. Nochmal. Down, 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 up, up, down, down. Das ist der, sag ich mal, für diese Sache der Easy-Anschlag. Hier ist ganz wichtig, der erste ist der Bass. Dann kommen zwei Downs auf den hohen Melodienoten. Zwei Ups. Und wieder zwei Downs. Wichtig ist hier, wir sind die ganze Zeit im 16-Feeling, also in diesem, also ganz, ganz locker, nicht Achteln, also nicht 1 und 2, sonst seid ihr zu langsam. Das heißt praktisch ganz, ganz locker, 1 die und die, 2 die und die, 1 die und die, 2 die und die, ganz, ganz locker. Okay, nochmal alles zusammen. Dann kommt einfach nur zwei Schläge, wir nehmen den Mittelfinger weg, dann haben wir einen Desus 2. Dann einfach, man kann es natürlich mit den Anschlägen ganz verschieden machen. Ich mache mal erstmal als Basic-Version einfach nur 2. 1, 2 und dann, das ist wie mein Klopfen, und dann bin ich wieder hier drin. Also nochmal. 1, 2. Das üben, ohne Ende, bis das richtig gut klappt. Wie gesagt, ist nicht so schwer, wenn man es ganz, ganz locker macht. Nicht vergessen hier diese Sachen. Man kann es auch sehr langsam, also wirklich. Also ganz, ganz locker. Okay, dann kommen wir, das war praktisch die Strophe, dann kommen wir zu so einer Art Mini, ja, Bridge-Part. Naja, eigentlich ist es kein Bridge-Part, sondern so ein Zwischending. Und zwar gehe ich nicht mehr, das müsst ihr euch auf jeden Fall im Song reinziehen, wo die Parts sind. Weil die so ein bisschen verquert sind, manchmal kommt das Intro fünfmal, dann kommt es wieder dreimal. Da ist ganz wichtig, einfach mal zu hören und merken, oh, hier geht's, hier kommt der nächste Part. Okay, ich spiele den nächsten Part rum. Es fängt wieder an mit dem hier. Das geht wieder praktisch in die Strophe. Das heißt, wir machen wieder unser kleines Lick. Wir gehen wieder auf den Desus 2 mit dem G im Bass. Jetzt wechseln wir aber nicht aufs D, sondern wir wechseln aufs Fis. Also aufs D mit Fis im Bass sozusagen. Das heißt einfach, am leichtesten ist es, wenn man die Finger hier tauscht. Das heißt, der Mittelfinger kommt dahin, wo der Zeigefinger war. Und der Zeigefinger hier auf den zweiten Bund. Schön die Bassnote. Das A ist tot. Also nochmal. Kommt das E-Moll praktisch, also einfach nur den Mittelfinger hoch auf den zweiten Bund der D-Seite, Zeigefinger auf den zweiten Bund der A-Seite. Der kleine Finger bleibt hier, die schöne 7. Und der letzte ist dann ein A sus 4. So, das heißt praktisch, die beiden Finger hier gehen einfach nur runter, das heißt Zeigefinger ist auf den zweiten Bund D und Mittelfinger auf dem zweiten Bund G. Und natürlich die E-Seite darf nicht mitschwingen oder sollte nicht mitschwingen. Der wird einfach schön ausgeklungen. Ich spiele nochmal den Part. Wie gesagt, von dem Anschlag entweder den Basic, könnt ihr immer wieder nehmen, also den. Oh, sorry, nochmal. Entweder geht es wieder hier rein, also praktisch, dass ihr reinkommt in den Strophenpart, oder, das wäre praktisch später, dass ihr in den Refrain geht. Das heißt, ihr habt hier ausklingen lassen, und jetzt gehen wir in den Refrain. Wieder mit dem mit dem Bass, Fis. Was Neues. B.
Fis, genau, ein Fis-Moll und dann mein Hassakkord. Und wieder zurück zum D mit Fis und Bass. So, das heißt praktisch, die Akkorde haben wir ja hier schon. Wir fangen an, wie gesagt, mit dem D mit G im Bass, ein Takt, dann das Fis, ein Takt, dann wieder das G, dann wieder das Fis. So, dann kommen wir zum B-Moll, das heißt Barré über den zweiten Bund. Und hier dieses A-Moll-Shape praktisch. So, das bedeutet Ringfinger auf den vierten Bund der D-Seite, kleiner Finger, vierte Bund G-Seite und Mittelfinger hier auf den dritten Bund der B-Seite. So, dann kommen wir, eigentlich wäre es das, aber es wird so gespielt, also nur relativ wenig. Das heißt praktisch, was wir hier machen können vom B, ist einfach nur Mittelfinger weg, Ringfinger weg. Und schon haben wir das. Aber ich würde trotzdem damit man nicht den Bass hier anspielt, würde ich den Zeigefinger hier so ein bisschen runtersetzen. So. Dann eine kleine Linie. Ist ein bisschen unhandlich, nenne ich es mal. Kleiner Finger auf dem vierten Bund der E-Seite. A wird nicht angespielt. Dann Mittelfinger auf den zweiten Bund der D-Seite. Zeigefinger auf den ersten Bund der G-Seite. Und dann einfach nur. Da kann man gucken, wie man spielt. Also ich mache es einfach jetzt mal ganz einfach nur runtergezogen. Die ersten vier Noten. Also 1, 2. So. Und dann kommen wir wieder zum D mit G im Bass. Ein paar Sachen wie das Fis zum Beispiel. Das Fis-Moll spiele ich vorgezogen. Da kann man so ein bisschen gucken. Ich glaube, das ist alles gerade. Aber ich mag das so ein bisschen nach dem hier. Ein bisschen Power rein, ein bisschen Dynamik. Wenn man das alleine spielt, dann ist ja nicht viel. Das heißt, man kann, oder wäre natürlich cool, wenn man ein bisschen Dynamik mit der Anschlagstärke macht, ein bisschen mit Dead Notes, ein bisschen mit Ghost Notes und. Also da kann man extrem viel geiles Zeug machen. Okay, kommen wir zum Bridge- oder Solo-Part. Der geht folgendermaßen. Da habe ich auch so ein bisschen noch was Specials. Ich spiele mal einmal vor. Das heißt einfach, hier haben wir ein G mit der offenen klingenden E-Seite. Das heißt Ringfinger auf den fünften Bund der D-Seite, Mittelfinger auf den vierten Bund der G-Seite und Zeigefinger auf den dritten Bund der B-Seite. Unten bleibt offen und das Ganze spielen wir einen Takt und verschieben es komplett um ein Ganzton, also zwei Bünde weiter, sodass wir diese Shape hier auf dem siebten Bund haben. So, das kann man jetzt natürlich auch hier ganz cool variieren mit dem kleinen Finger immer beim ersten Akkord auf dem fünften Bund, beim zweiten auf dem siebten. Also nochmal. Und was man noch machen kann, ist so ein bisschen dicker machen, dass ich mir hier noch die Quinte hole. Das heißt, der Ringfinger rutscht einen Bund nach oben, eine Seite nach oben und der kleine Finger geht genau darunter. Hier kann ich natürlich auch ganz viel spielen mit dem kleinen Finger und so weiter. Wer es Hendrix-mäßig will, der kann auch noch hier mit dem Daumen, dann hätten wir eigentlich schon das hier. Aber er kann natürlich hier noch ein bisschen punkten, indem er den so spielt. Ja, mein Daumen ist nicht so gut Hendrix-mäßig ausgeprägt, weil ich ihn fast nie spiele. Deswegen ist es ein bisschen schwer. So,
Wenn ihr das habt, praktisch irgendwann kommt so ein kleiner Bruch, wo ihr wieder, also ihr spielt die ganze Zeit die beiden hintereinander, es kommen Geigenlinie und. Und irgendwann, um da wieder rauszukommen, geht ihr auf das D mit Fis im Bass. Also praktisch, ihr kommt hier raus. Könnt ihr natürlich wieder in den Refrain gehen. Das ist gesagt, ihr habt alle nötigen Mittel, da einfach mal reinhören in die Aufnahme, welcher Part da kommt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade, ob das diese kleine Bridge ist mit dem E und A oder ob es der Refrain ist. Ich glaube, es ist der Refrain. Aber zieht euch das nochmal rein und ganz am Ende, ja, es ist der Refrain. Und dann ganz am Ende geht es nochmal, also wenn ihr den Refrain fertig habt. Wieder ganz locker in die Strophe. Okay, das war's von Keith Urban, Only Can Love Me This Way. Ihr merkt ja, mega cooler Song. Also da muss ich sagen, wieder mal, Collide war ja schon ziemlich cool, aber Collide hat da nicht so viel zu tun hier. Aber der Song hat natürlich richtig, richtig Zeug. Also da könnt ihr extrem viel machen. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen Kommentar, gebt mir ein Like auf Facebook und so weiter. Ihr kennt die Prozedur. Auf jeden Fall, wer es noch nicht gemacht hat, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich werde auch demnächst so ein bisschen mehr wieder Akustik-Songs machen, weil ich Lust habe, da werde ich wieder Johnny Jukebox alles aus der Nase ziehen, was es gibt. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Dessa.